Also die Archive Österreichs, konkret weiß ich das von den Kollegen aus Vorarlberg und Tirol, die bemühen sich schon, nicht nur einsprachig zu bleiben und sammeln über den regionalen Raum hinaus Materialien, je nach Bedarf. Aber hier hat man halt natürlich eine besondere Situation, weil sozusagen die Region ja zweisprachig ist. Also das heißt, da muss man, das muss man mit berücksichtigen. Und deswegen ist es auch irgendwo eine Selbstverständlichkeit und hat sich also historisch auch so etabliert, dass am Institut zwei Leute zuständig sind für das Archiv, die sich also die Sprachen hier aufteilen können. Das ist in erster Linie viel Arbeit, Knochenarbeit, die jetzt nicht unbedingt die großen sichtbaren Ergebnisse liefert. Also das ist einerseits die interessanteste Arbeit, weil hier geht es tatsächlich sozusagen um das Material selber und nicht um die Bürokratie und die Administration. Das ist auf der anderen Seite wieder die Arbeit, die halt einen großen Zeitaufwand bedeutet, weil man ja jedes Blatt sich anschauen muss, bevor man irgendeine Entscheidung treffen kann. Und je genauer man das macht, das weiß man, das hat man im Hinterkopf, je genauer man das macht, desto leichter wird es für Forscherinnen und Forscher oder auch für interessierte Öffentlichkeit, einen Zugang zu gewinnen. Also einfach Informationen rauszukriegen. Das Um und Auf ist ja, dass zwar alles in gleich aussehende Boxen eingeteilt und verpackt wird, gleichzeitig aber transparent bleiben muss, was ist da eigentlich drin. Die Hoffnung, wenn man jetzt zum ersten Mal Archivmaterial sichtet, ist, dass sich da Dinge drin finden, die man nicht erwartet hätte. Also das heißt, dass man Manuskripte findet, die in einem guten Zustand sind, die gut lesbar sind, die einen Blick öffnen, den man bisher nicht hatte auf ein Werk. Man wünscht sich natürlich Wiedererkennbarkeit. Also das heißt, dass man die Dinge, die man da drinnen findet in so einem Archivmaterial, dass man dann Connects hat zu dem Werk, das man schon kennt, beispielsweise. Das ist die größte Hoffnung, dass sich das auch gut abschätzen lässt, was ist da drin. Die Erwartungen, die man hat, die sind ganz unterschiedlich und werden genährt von den Voraussetzungen, unter denen man den Bestand kriegt. Es kommt vor, dass man völlig überrascht wird und es kommt vor, dass Hoffnungen halt auch enttäuscht werden, weil das nicht so ergiebig ist, wie man sich das gewünscht hätte, zum Beispiel. Meistens ergibt sich das aus Schritten, die vorher schon passiert sind. Man hat was Bestimmtes gesucht und kommt auf eine Spur drauf und fragt dann nach und dann kommt man drauf. Dort und da liegen Materialien bei Privatpersonen, die bis jetzt nicht daran gedacht haben, das archivieren zu lassen oder dem Archiv zu geben. Und wenn man dann fragt, okay, das ist sowieso der beste Platz. Also das ist die eine Möglichkeit. Die andere, was weitaus häufiger vorkommt, ist, dass Bestandsbildner direkt zum Archiv kommen und sagen, ich hätte die Materialien und wünschen sich dann, dass das der Institution übergeben wird. Und da halt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Hier sprechen wir wieder von Erwartungen und von Wünschen, Hoffnungen. Das war in dem Fall eben immer begleitet von der Wahrnehmung von großem Umfang. Also es ist, weil es ist für den Archivar am Anfang doch eine wichtige Frage, auch wenn es jetzt irgendwie banal scheint, ist, welche oder
was muss ich alles in Bewegung setzen, um diesen Bestand zu sichten, erstens, und zweitens dann ins Archiv zu bringen. Und im Fall vom Nachlass Jan Komesner war von Anfang an klar, da geht es um ganz viel Material, was so viel bedeutet, wir sind da hingefahren, gemeinsam der Dominik Sriens und ich, wir sind hingefahren und Dominik hat das vorher schon gesehen, hat mir schon berichtet, also war nicht überrascht, wie wir dann in diesen Raum gekommen sind und gesehen haben, es ist wahnsinnig viel. Und da schaut man natürlich als erstes einmal, dass man in irgendeiner Form einen Überblick gewinnt. Das haben wir dann auch gemacht. Und das war auch gar nicht so schwierig, wie man sich das vorstellt. Also, auch wenn das jetzt unwahrscheinlich klingt bei 40 oder 50 Kisten, die dann in einem Raum stehen. Und das heißt, also in dem Fall, kann ich mich erinnern, war dann schon die erste Überlegung, reicht überhaupt das Auto, die Größe vom Auto, dass wir das transportieren, oder wie viel können wir am Institut zwischenlagern, um das zu bearbeiten, weil das ist meistens das größere Problem. Das war hier auch die erste Überlegung, wo breitet man das aus. Ne? Erfahrungswert ist, wenn ich eine Bananenschachtel voll vor mir habe, gefüllt mit Materialien, Papier meistens, dann weiß ich, dann brauche ich einen 20, 30 Quadratmeter großen Raum, um mit Tischen und so weiter, um das irgendwie aufzubreiten, zu schauen, wo gehört was hin und dann in Ordnung zu bringen. Wenn man dann 50 Schachteln vor sich hat, dann muss man den Plan aufgeben und muss sich sozusagen andere Taktik überlegen. Und in dem Fall war sozusagen die erste Arbeit einmal, dieses Material in Gruppen einzuteilen, so wie wir es sowieso kennen. Also zum Beispiel, wo sind Bücher, wo sind die Manuskripte, wo sind die Briefe, und dann wird das halt kistenweise auseinandergenommen. Aber das war in dem Fall relativ gut sortiert. Also ich kann nicht sagen, dass das jetzt im ersten Moment, also die erste Sichtung, so ein großes Problem gewesen wäre. Also wenn man sich vorstellt, dass der Archivar hauptsächlich so einzelne Blätter aus sorgfältig eingeteilten Boxen rausnimmt und sorgfältig wieder zurück, das ist sozusagen schon ein Zustand von einem Bestand, den man nach langer, mühevoller Arbeit erreicht hat. Aber das alles, was davor ist, ist schweres Tragen. Das beste Ergebnis ist, wenn die Medien, die man archivieren möchte, fachgerecht archiviert sind. Also wenn das alles in Kisten verpackt ist und die sind wieder in Mappen verpackt und es ist alles säurefrei und es ist sozusagen die konservatorischen Maßnahmen sind gesetzt. Und also noch wichtiger wahrscheinlich ist, dass die Verzeichnung so genau wie möglich ist. Also im Idealfall ist sozusagen bei jedem Blatt nachweisbar, wo liegt es, hat eine Nummer, wird wiedergefunden, kann wieder zurücksortiert werden, wo es hingehört, wird nicht mehr verloren. Im besten Fall ist eine Ordnung abgebildet, die es auch, wenn man keine Fachkenntnis hat, jetzt möglich macht, sofort das zu finden, was man sucht. Das ist im Idealfall das Endergebnis. Also die Beziehung zur Öffentlichkeit oder zur Benutzung, das ist vorhin angeklungen in dem Verhältnis, in dem das Archiv jetzt zu anderen Institutionen steht. Also das Archiv ist eben keine Bibliothek, obwohl es in seinen Methoden hier und da bibliothekarische Methoden angewandt werden zur Verzeichnung beispielsweise, also zur Katalogisierung. Aber es ist sozusagen keine Institution, wo man uneingeschränkten Zugang auf alle Materialien hat als Publikum. Sondern da stehen Schranken dazwischen und die sind
relativ wichtig, weil man es mit Originalen zu tun hat, nicht wie in einer Bibliothek. Und das ist auch wichtig, dass man das Verhältnis da jetzt, glaube ich, richtig einschätzt. Also es ist der Öffentlichkeit zugänglich, heißt in diesem Fall, man kann hier anfragen und der Archivar kann sozusagen eine Vermittlung sein zum Material, das hier gelagert wird. Aber es besteht sozusagen kein grundsätzliches Recht, alles sehen zu können. Im konkreten Fall heißt das, wenn jemand sozusagen kein begründbares Interesse hat an einem Bestand, dann kann ich als Archivar nicht guten Gewissens Materialien herzeigen, hergeben oder bearbeiten. Also das geht einfach nicht. Es muss eine Begründung geliefert werden. Das ist, glaube ich, relativ wichtig zum Schutz der Archivalien und auch zum Schutz der Bestandsbildner, die hier ihre Materialien lagern lassen und auch kein Interesse haben daran, dass sozusagen diese Dokumente, die ja ursprünglich nicht zur Veröffentlichung bestimmt waren, schrankenlos der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Das ist also nicht Kennzeichen dieser Institution. Publikation und Ausstellung, ja, das sind zwei Wege, die offen stehen, um Archivmaterialien in die Öffentlichkeit zu bringen. Ich bin persönlich immer sehr froh, wenn sich Publikationen ergeben aus dem Archiv. Zum Teil werden sie von unserer Institution ja selber gemacht. Das Robert-Musil-Institut, das Literaturforschungsinstitut, verfügt über Möglichkeiten, auch Editionen zu machen, werden auch hier gemacht. Und wenn sich sozusagen da etwas ergibt, wenn sich jemand dafür interessiert, etwas zu publizieren, bin ich als Archivar immer sehr froh, weil das eine ganz starke Begründung fürs Archiv auch abgibt. Ja, gleichzeitig macht es das Material lebendig, das wir hier haben. Die Ausstellungen, das ist auch irgendwo ein Schwerpunkt von mir, ein Faible von mir. Die Intention von Ausstellungen grundsätzlich bei Literaturarchiven ist, da an eine Öffentlichkeit, in kontrollierter Weise an die Öffentlichkeit zu gehen und zu zeigen, was hat man, was tut man da eigentlich. Also auch das ist eine Darstellung der Institution im Prinzip. Und gleichzeitig bieten Ausstellungen auch einen anderen, völlig anderen Zugang zum Archivmaterial. Man kann entweder das Auratische oder den Informationswert von Archivalien einer interessierten Öffentlichkeit zur Kenntnis bringen und hat die Möglichkeit, das auch zu ästhetisieren beispielsweise. Das ist das, was mich persönlich hier am meisten interessiert. In den Ausstellungen. Also erzählt wird einerseits oder oft erzählt wird der Schreibprozess. Man präsentiert hier meistens frühe Fassungen, die vielleicht überraschende Einsichten bieten, wie der Text irgendwann einmal ausgesehen hat zu einem gegebenen Zeitpunkt. Man präsentiert Geschichten, die aus den Lebensdokumenten erzählt werden. Das ist oft das, was das Publikum auch sehr stark interessiert. Das Publikum ist ja meistens stark personenbezogen. Die wollen etwas über den Autor, die Autorin wissen. Die wollen irgendwelche überraschenden Einsichten in die Biografien der Bestandsbildner haben. Und das bekommen sie zum Beispiel über Lebensdokumente oder über Briefe. Ganz beliebt sind Ausstellungen mit Briefen, wo dann also sozusagen sowohl der literarische Anspruch gleichzeitig erfüllt wird, beispielsweise, als auch der biografische, in dem Korrespondenzpartner vorkommen. Also das sind die meisten Geschichten. Aber viele Geschichten, die ich als Archivar gern erzählen möchte, sind sozusagen aus dem Material selber, aber schwer herauslesbar. Da müsste man sehr viel Text dazu geben. Und das, irgendwie Methoden und Wege zu finden, eine Geschichte zu erzählen, ist gerade im Fall der Literaturausstellung relativ schwierig, weil sozusagen
der literarische Text, das Manuskript selbst erzählt ja schon eine Geschichte. Also da ist uns das Narrativ schon vorgegeben. Wenn ich als Archivar jetzt aber die Metageschichte dazu erzählen möchte, wie ist dieses Manuskript da und dort hingekommen und was hat sich daraus entwickelt und so weiter, dann wird es schon schwierig. Dann muss ich mich schon als Ausstellungsgestalter überlegen, wie das weitergeht. Und was auch schwierig ist, ist, dass Lesen in der Regel also eine private Angelegenheit ist. Man liest mit viel Zeitaufwand relativ geringe Mengen an Text, wenn man es so formuliert. Die Ausstellung operiert aber andersrum sozusagen. Die muss mit wenig Zeitaufwand sozusagen und ohne diese Lektüre auskommen weithin. Weil niemand geht in eine Ausstellung und liest dann 1,5 Stunden lang Texte. Das macht niemand, sondern Ausstellungsbesuche erwarten sich Bilder. Und Bilder werden halt selten produziert in der Literatur. Bilder werden produziert in der sozusagen im Geschriebenen, ja, aber das ist so immer so ein bisschen ein Spagat, den man eingehen muss bei der Konzeption von Literaturausstellungen. Nicht? Also wie viel Text mute ich dem Publikum zu? Wie lange will ich die Leute an einem Fleck halten oder fesseln? Und wie kriege ich mein Narrativ rüber, ohne dass die Menschen hier lange Lektürezeit einplanen müssen? Das ist also die Aufmerksamkeit des Publikums ist üblicherweise nicht darauf ausgelegt, sich lange auf einen Gegenstand zu beschränken. Ja. Also Enttäuschung, muss ich sagen, ist immer, wenn man in Beständen gar zu viele Computerausdrucke findet. Und zwar genau deshalb, weil sie relativ wenig Sinnliches darstellen in der Regel. Und weil sich die Spuren, weil sie, da finden sich in üblicher Weise wenig Spuren drauf. Es gibt schon Bestände, beispielsweise, um einen Namen zu nennen, im Werner Kofler Nachlass beispielsweise, da gibt es schon viele Computerausdrucke auch, die stark bearbeitet wurden vom Autor, wo man sieht, also dieses Manuskript, das ist am Schreibtisch hin und her gedreht worden und da standen Kaffeetassen drauf und so weiter. Nicht? Aber die schönere Erfahrung, klarerweise, das ist ein Typoskript oder ein Manuskript, das also schon ausgefranst und vielfach benutzt, vielleicht schon mal zerknüllt und wieder glatt gestrichen. Solche Dinge sagen natürlich auch viel. Das hat man in der Hand und man spürt schon, hoppla, da sind aber viele Knicke passiert. Nicht? Das ist schon in Hosentaschen herumgetragen worden. Nicht? Oder Notizbücher. Die geben einen in dem Augenblick, wo man sie in den Händen hält, eigentlich schon was zum Nachdenken. Da hat man noch gar kein Wort gelesen. Und manchmal ist es auch so, dass es bei Manuskripten dann das zur Nebensächlichkeit wird. Da kann man dann zwar kein Wort lesen, weil das ein Gekrakel ist oder... Aber wenn da mittendrin Zeichnungen sind oder wenn man das Gefühl hat, das Material selber, das Papier, dass das riecht, dass das ist sozusagen aus einem ursprünglichen Zusammenhang gerissen, jetzt auf meinem Schreibtisch gelandet, das ist eine sehr interessante Erfahrung, die man als Archivar sammelt und die man sich auch immer wünscht. Das sind so zusätzliche Informationen, die man kriegt. Das klingt jetzt zwar ein bisschen nüchtern, aber man sucht immer noch Spuren. Man sucht immer noch Spuren. Und zwar ausgedrucktes Manuskript, das man erst vergleichen muss. Es bietet wenig Spuren im Vergleich. Also man wünscht sich sozusagen immer mehr Sinneseindrücke oder immer die meisten Sinneseindrücke, die möglich sind von so einem Material. Das ist das Um und Auf dieser Arbeit eigentlich. Weil das scheint auch dann wirklich erhaltenswert. Das kriegt den Wert eines Kunstwerks und das will man sozusagen. Da ist der Impuls sofort da, das muss ich schützen. Ja, die gibt's. Die gibt's. Es kommt relativ selten vor, weil man oft schon, wenn man einen Bestand erst sichtet und so weiter, dann schon Dinge
liegen lässt oder dort lässt, wo sie sind, wenn sie als Archivgut jetzt nicht unbedingt interessant sind. Also gibt es ganz eindeutige Fälle. Beispielsweise Kopien aus Büchern, die weiter unbenutzt sind, offensichtlich, wo keine Beschreibspuren drauf sind oder sowas ähnliches. Das sind dann mitunter Teile von anderen Nachlässen von Familienmitgliedern oder so, die keine unmittelbare Relevanz haben. Solche Dinge. Aber wie gesagt, es kommt relativ selten vor, weil das Material, bevor es ins Institut kommt oder bevor es ins Archiv kommt, durchläuft ja schon Phasen, in denen solche Materialien aussortiert werden. Ich glaube, dass es eine subkutane Politik gibt im Archiv, die man manchmal bewusst wahrnimmt und oft unbewusst verfolgt. Jedes Archiv, jede Sammlung braucht sozusagen eine Art von Leitgedanken. Die sind meistens in wenigen Sätzen formuliert, die halt auf Homepages stehen und darstellen, was ist das Archiv, was sammeln wir und so weiter. Auch das, was ich vorhin gesagt habe, das Archiv ist da, also wir sammeln alles was. Ja? Aber was dem zugrunde liegt, ist natürlich, wir können nicht alles Material sammeln, das mit der Literatur in Zusammenhang steht. Das ginge einfach nicht. Aus organisatorischen Gründen, Infrastrukturgründen, aus Geldgründen und so weiter. Man tut sein Möglichstes. Aber um dieses Möglichste zu tun, braucht man sozusagen schon eine Art von Leitgedanken. Was wollen wir eigentlich sammeln? Was ist schützenswert? Und insofern ist es politisch. Es ist auch in anderen Bereichen politisch. Man unterstützt mit dem Archiv, zum Beispiel durch Vorlassankäufe, unterstützt man Autoren und Autorinnen, die halt ein gewisses Lebensalter überschritten haben, in dem sie noch leicht zu Stipendien kommen oder zu Preisen. Die werden durch Vorlassankäufe unterstützt. Durch Nachlassankäufe wird auch Politik gemacht, aber das, was in der Öffentlichkeit in den größeren Wind macht, das sind die Vorlassankäufe und die Preise, die bezahlt werden für Bestände. Also da ist man dann mittendrin in der Politik. Dann muss man sozusagen unmittelbar antworten auf die Frage, ja, warum macht ihr das? Und warum dieser und nicht jener? Und warum dies und nicht jenes? Und ist es das überhaupt wert? Wie kommt ihr dazu? Also das sind Fragen, die im Prozess der Diskussion einerseits gestellt werden müssen von einer Öffentlichkeit, die das auch mittragen muss und die auf die auf der anderen Seite das Archiv auch Antworten haben muss. Ja, ich denke, dass man hier die Chance hat, gerade das Beispiel der slowenischsprachigen Autoren zeigt, dass man sich möglicherweise auch freispielen kann und auf Literatur zurückziehen kann, auf den eigentlichen Wert von Literatur zurückziehen kann. Da muss sich sozusagen jetzt Sprache, Herkunft, Volksgruppenzugehörigkeit nicht mehr berücksichtigen, weil mein Auftrag ist, Literatur zu sammeln. Und insofern, hier kann man sozusagen wieder unpolitisch werden und kann sich auf diese Position zurückziehen. Wir machen sozusagen hier keine Politik. Das glaube ich, ist auch das, was in der Regel gelebt wird, dass man sich hier ein bisschen unabhängig macht. Und das wurde auch in den letzten Jahren, denke ich, so gemacht, dass man sich unabhängig macht von einer realen Politik, die vielleicht hier andere Ziele verfolgt oder mit anderen Rhetoriken operiert. Genau, also zu den Begriffen Nachlass, Vorlass, Archiv, Bestand, die meinen im Großen und Ganzen alle das Gleiche. Nur Gott sei Dank ist man jetzt in letzter Zeit wieder
also eher dazu übergegangen, nur von Beständen zu sprechen und diesen Begriff Vorlass, Nachlass auszuklammern, weil das praktikabler ist und meiner Meinung nach auch besser beschreibt, um was es sich hier handelt. Man spricht ja im Großen und Ganzen vom Archiv eines Autors beispielsweise, wenn man seinen Nachlass oder Vorlass oder jetzt in neuerer Form Bestand meint. Das sind also alle Dinge. Ich werde immer wieder gefragt, wenn zum Beispiel Schüler hier sind und fragen, was ist eigentlich ein Archiv? Dann sage ich, ein Archiv ist das, was ihr alle zu Hause habt. Das ist einfach das Zeug, das ihr nicht wegschmeißt. Das ist das Archiv. Und deshalb ist der Begriff des Gedächtnisses auch hier sehr, sehr nah. Deswegen spricht man immer vom Gedächtnis eines Landes. Das Archiv ist das, was irgendwann einmal entschieden wurde, nicht zu entsorgen, nicht zu kassieren, wie wir hier sagen im Archiv. Und so gesehen hat jeder sein eigenes persönliches Archiv. Und in manchen Fällen, wie zum Beispiel beim Archiv von Autoren und Autorinnen, ist es wichtig, dass eine Institution einschreitet, wenn zum Beispiel die Gefahr in Verzug ist und sagt, wir wollen das Archiv erhalten. Und zwar in unserem Literaturarchiv. Die einfachere Beschreibung jetzt. Was ist ein literarischer Nachlass? Also grundsätzlich ist ein Nachlass das Archiv eines Autors oder einer Autorin, die nach seinem oder ihrem Ableben sozusagen umgrenzt wird und dann unterschieden wird in die Teile, das sind Werkmanuskripte, Briefe, also Korrespondenzen, Lebensdokumente und als letzte Kategorie Sammelstücke. Das sind also die vier Teile, die einen Nachlass oder ein Archiv ausmachen. Und mit dieser Einteilung operiert man im Literaturarchiv bislang relativ erfolgreich. Das sind alle vier Kategorien haben dann natürlich was mit Literatur zu tun. Sammelstücke, wie zum Beispiel Zeitungsausschnittssammlungen oder ähnliches, die mit dem literarischen Schreiben in Verbindung stehen. Korrespondenzen mit anderen Schriftstellern, Schriftstellerinnen oder mit Institutionen, Lebensdokumente wie Honorarabrechnungen für Bücher oder Lebensdokumente, die die Reisetätigkeit von Schriftstellern und Schriftstellerinnen abbilden und als erste Kategorie die Werkmanuskripte, alles was sozusagen ursprünglich von dem Autor oder Autorin geschaffen wurde und deshalb als sein oder ihr Werk gelten muss.